Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mikna aufs Delia. Was liest man da heute in der Bild-Zeitung, Teil Frankfurt? Jobangst bei Stada, müssen in Bad Vilbel 100 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Ja, da scheint man sich dann wirklich hier in der Nähe von Frankfurt, da liegt ja Bad Vilbel und das alte Traditionsunternehmen Stada, dann doch seine Sorgen zu machen. Ja, wenn wir mal kurz zurückblicken, das Unternehmen, ja, schon sehr, sehr alt, Traditionsfirma, muss man ganz klar sagen, die natürlich mit Medikamenten und vor allen Dingen Generika ihr Geld verdienen. Eines der bekanntesten, das dürfte jetzt vor allen Dingen im Winter wieder zum Einsatz kommen, ist ja da bekanntlich Grippo Start. Naja, und der ehemalige Vorstandsvorsitzende Retzlaff ist ja nach 23 Jahren zurückgetreten. Ja, wie man hört, ja aus den eigenen Reihen, aus persönlichen Gründen. Also, naja, gut, jetzt hat man einen neuen Vorstandsvorsitzenden mit dem Namen Matthias Wiedenfels und der soll es dementsprechend richten. Aber nicht nur, naja, die Mitarbeiter haben Ängste und Befürchtungen, dass nämlich AOC, einer der großen Finanzinvestoren, Active Ownership Capital, AOC, dort hat eben immer mehr seinen Einfluss geltend macht und es vielleicht dann auch, na, wir wissen ja manchmal, wo Rauch ist, ist auch ein bisschen Feuer, vielleicht dann auch eine Übernahme ins Haus stehen könnte. Übernahmen sehen wir ja momentan im deutschen Markt, vor allen Dingen beim SDAX, MDAX relativ häufig. Da scheint man sich ja für diese Unternehmen zu interessieren. Also das heißt also, die Belegschaft hat ganz klar Ängste und Befürchtungen, dass natürlich durch Kosteneinsparungen dementsprechend einiges an Arbeitsplätzen wegfallen könnte, dementsprechend Jobängste vorherrschen, während die Aktionäre aktuell dann doch noch relativ geduldig sind. Aber wie gesagt, da wo Feuer ist, da ist meistens dann logischerweise auch der Rauch, der so ein bisschen raufkommt. Und da könnte es natürlich sein, dass, wie gesagt, feindliche Übernahmen, man weiß es ja nicht so genau, im Raum stehen. Die Befürchtung ist natürlich ganz klar da, obwohl natürlich von Stada-Seite aus hier abgewunken wird und gesagt wird, nein, AOC, wie gesagt, der Finanzinvestor hält ja nur 5% am Unternehmen. Wie soll man da sich dementsprechend strategisch weiter aufstellen? Naja, wenn wir mal überlegen, man hat Stada mittlerweile mit über 1000 Mitarbeitern, 1200 in etwa an der Zahl und davon alleine 1000 in Bad Vilbel. Und wenn man da natürlich anfängt, Arbeitsplätze abzubauen, sich zu verschlanken, sich neu aufzustellen, verständlich, dass da solche Ängste natürlich durchkommen. Und das natürlich nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern logischerweise dann auch in der Kommune, das heißt also bei den heimischen Politikern. Naja, bisher muss man sagen, hat hier dann doch der Vorstandsvorsitzende aktuell, Matthias Wiedenfels, relativ gut gearbeitet. Erstes Halbjahr 2016 hat man durchaus positive Halbzeitbilanz ziehen können und vor allen Dingen, wie gesagt, die Generika und die Markenprodukte, wie halt eben schon angesprochen, das Thema Grippostat, haben sich dann doch hervorragend verkaufen lassen. Also der Konzernumsatz legte auf jeden Fall zu, um 4% auf rund circa 1 Milliarde Euro und der Gewinn pro Aktie stieg immerhin um 11%. Also von Aktienseite aus können die Aktionäre bis dato sicherlich zufrieden sein. Ja, und wenn man sich mal überlegt, 75% alleine des Produktionsvolumens von Stada wird vor allen Dingen in Niedriglohnländern hergestellt. Nur etwa 13% der Produktion geschehen da tatsächlich in Deutschland. Klar, man will natürlich weiter wachsen und die Wachstumsmärkte wie zum Beispiel Südamerika, die will man logischerweise natürlich angehen mit Kosmetika und verschiedenen Nachahmerprodukten von Arzneimitteln. Naja, also da ist man schon auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, man ist halt eben momentan da doch etwas angespannt. Man hört auch relativ wenig vom Unternehmen selber. Da gibt es wenig Pressemitteilungen, die da aktuell rausgehen. Jetzt muss man mal schauen, ob, wie gesagt, auf diesen Artikel denn dann eventuell die ein oder andere Reaktion kommt oder wie halt eben auch der aktuelle Vorstandsvorsitzende Matthias Wiedenfels denn mit dieser Nachricht umgeht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, bei Matthias Wiedenfels vielleicht dann doch mal einen Interviewtermin zu bekommen, um hier vielleicht dann doch mal etwas für Klarheit zu sorgen. Für die Aktionäre, kurzer Blick zum Abschluss mal auf die Aktie, hat sich gut geschlagen, lag im Tief dieses Jahr bei 28,20, aktueller Kurs um die 50 Euro, bei 49,87, alleine
auf 5 Jahre hätte man tatsächlich mit der Stade-Aktie sehr viel Geld verdienen können, nämlich 225% hat hier das Papier alleine in 5 Jahren gemacht. Also, das Thema Stade ist nicht uninteressant, brennt momentan so ein bisschen auch und wie gesagt, ich werde es mal versuchen, vielleicht bekomme ich ja ein Interview. Man darf ja schließlich mal nachfragen. In diesem Sinne, Sie wissen, ich bin für Sie ab morgen dann in Berlin auf dem Börsentag. Erreichen Sie mich unter www.die-börsentage.de, müssen sich anmelden, ich halte einen Vortrag. Logischerweise werde natürlich für Sie auch im Seminar da sein, habe eine schöne Diskussion über Aktien mit Jürgen Schmidt von der JS Capital und an den Börsentagen ja immer jede Menge Programm geboten. In diesem Sinne, bleiben Sie mir und der Börse gewogen. Ich wünsche Ihnen, wenn wir uns nicht sehen, dementsprechend ein schönes Wochenende.